Liebe Leute, ihr werdet nicht glauben, wer mir hier gerade Beistand leistet. Das wirft mich um Stunden zurück. Auch eine straffe Nummer. Und ich habe gerade auch schon mit dem Nino telefoniert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich hier gerade für einen Film gefahren habe. Oh. Ja, es gibt traurige Neuigkeiten. Auf einmal höre ich einen Schrei. Leute, es ist so eisig kalt. Geht die Laune wieder bergauf? Oh, Leute, ist das geil. Herbie mit dem Gepäckwagen nebenan. So, jetzt versuche ich hier rüber zu kommen. So, was kriegst du? Salami, Käsebrötchen mit Wurst oder Käsebrötchen? Die Sonne scheint, die Vögel singen. Ich kriege schon Gleichgewichtsstörungen. Sebastian, Prösterchen. Nächstes Mal bist du dran. 6.48 Uhr in der Früh. Herzlich willkommen an diesem kalten Samstagmorgen in Köln zur Mammut March Around the World Challenge 2021. Leute, ich mach's kurz. Los geht's. Track wird gestartet. Zack, auf geht's. Uhr 37, 5,92 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Ronndorf. Leute, jetzt bin ich auch so langsam warm gelaufen. Ich war eben zur Anmoderation so ein bisschen verbissen noch, weil ich gespürt hatte, dass meine Schienbeine wieder so ein bisschen querschießen. Hat auch wirklich lange gedauert, bis ich wirklich flüssig laufen konnte. Ich musste sehr oft dehnen in dieser Anlaufszene. Aber jetzt bin ich wirklich im Lauf. Jetzt geht es hier wunderbar voran. Liege es bei so etwa 7,1 km/h. Geschwindigkeit. Und jetzt wollte ich gerade noch zu den Leuten etwas sagen, die das in mein letztes Video nicht gesehen haben. Und zwar befinden wir uns heute auf der Mammut March Challenge Around the World. Und dabei ist es eben das Ziel, mit allen Teilnehmern 40.000 Kilometer zusammenzubekommen. Und diese Laufleistung, also seine Laufleistung, muss man dann eben hochladen auf die Mammutmarsch-Seite. Das kann man dann mittels eines Fotos von einem Kilometerzähler machen oder wie ich es mache, über den GPX-Track, den ich mit dem Garmin-Gerät aufzeichne. Ja. In solchen merkwürdigen Zeiten muss man sich halt neue Formate ausdenken und so laufen hier, ich weiß es nicht, schätzungsweise 2000 Mammuts ihren eigenen Privat-Mammutmarsch und man ist doch irgendwie miteinander verbunden über Handy und so und ja, ist traurig, dass es so ist, aber ist halt so. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's auch weiter und gleich erzähle ich noch ein bisschen was über die Strecke, die ich heute laufe. Punkt 8 Uhr, 8,84 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Godorf. Ab jetzt hätten wir noch 40 Stunden Zeit, um hier eben Kilometer zusammenzusammeln. Also bis Sonntagabend um 23.59 Uhr. Dann wären es aber weniger als 40, sondern 39. Ach, diese blöde Minute. Egal, 40 Stunden haben wir noch Zeit. Und ich habe mir dafür eben eine möglichst einfache Strecke rausgesucht. Und zwar einen alten Hut von Köln nach Koblenz und dann auf der anderen Seite wieder zurück nach Köln, soweit ich es dann eben schaffe. Ne? Mir geht es ja primär hier darum, möglichst viele Kilometer runter zu rocken und das auch mit so ein bisschen Blick auf die Zeit, also zügig unterwegs zu sein. Und da eignet sich so eine Strecke mit möglichst wenig Höhenmetern natürlich besonders. Und am Rhein entlang ist natürlich auch immer sehr schön. Die Strecke gehe ich ja bekanntermaßen auch sehr gerne. Und wenn man eben so schöne Strecken läuft, wo man sich wohlfühlt, dann schlägt sich das eben, wie ihr selber wisst, auch positiv auf die Laufleistung nieder. Leute, im Grunde ist alles gesagt. Jetzt geht es nur noch darum, durchzuhalten, sich durchzubeißen, zu kämpfen, den Arsch zusammenzukneifen und immer weiterzumachen, bis es nicht mehr geht. Also weiter geht's. Kilometer 17,97. Herzlich willkommen in Wesseling Urfeld am Rheinufer. Liebe Leute, ihr werdet nicht glauben, wer mir hier gerade Beistand leistet, nämlich mein ehemaliger Kommilitone Laszlo. Guten Morgen. Der eine oder andere wird ihn noch kennen. Wir haben zusammen
Fettbrände gelöscht. Warst du mit dabei, Fettbrand? Fettbrand nicht, aber wir haben zum einen die Thermitbrände da gehabt. Ne? Genau, ja. die Thermitbrände haben wir gelöscht. Und ja, Kollege Laszlo, ne, wir unterhalten uns hier gerade so ein bisschen. Und das ist für mich sehr wertvoll, auch so ein bisschen Beistand zu haben. Auch wenn es gerade erst der Anfang ist. Aber es ist eine willkommene Abwechslung. Da freue ich mich sehr drüber. Liebe Leute, ich würde sagen, nächstes Mal melde ich mich in Bonn wieder. Stein im Schuh, das wirft mich um Stunden zurück. Nein, Spaß, aber muss natürlich raus damit. Sonst läuft man sich Gefahr, Blasen zu laufen. Ganz kurzer Boxenstopp und dann geht's auch weiter. Und zack, schon sind wir auch in Bonn. 10.26 Uhr, 26,89 Kilometer gelaufen. Leute, ich habe mich so auf eine stabile Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,3 km/h jetzt so eingependelt. Es läuft sich richtig flüssig, angenehm und ja, eigentlich nichts Weltbewegendes zu berichten. Kollege Laszlo hat mich dann so ein Stück vor dem Herseler Wert schon wieder verlassen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr nett, dass dieses spontane Treffen so spontan geklappt hatte. Super Sache. Das ist immer sehr viel wert, wie gesagt, wenn man da zwischendrin so ein bisschen Abwechslung hat und nicht nur ausschließlich sich und seinen Gedanken nachhängt. Ihr versteht? Ja, und so bin ich jetzt gerade auch schon quasi auf der Aufholjagd nach einem Zuschauer, der mir geschrieben hat. Der läuft nämlich heute in etwa die gleiche Strecke wie ich. Der läuft von Wesseling bis nach Koblenz, ist sein Plan. Und vor zwei Stunden etwa schrieb er mir, dass er kurz hinterm Herseler Wert ist. Und ja, ich kenne seine Geschwindigkeit jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn so langsam mal eingeholt haben müsste, jetzt wo wir hier auch auf Bonn Zentrum zulaufen. Ach, und Leute, da im etwas Nebel am Horizont kann ich schon wieder den Drachenfels sehen. Da habt ihr jetzt leider keine Chance, weil diese Weitwinkeloptik von der Kamera natürlich das ins Unermessliche verkleinert. Aber das gibt mir gerade auch wieder so mentalen Auftrieb. Siebengebirge, gehen wir gleich dran vorbei. Bonn ist sowieso immer klasse. Leute, bisher alles super gelaufen. Weiter geht's. Uhr 11, 32,38 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in den Bonner Rheinauen. Hier ist gerade am Rand davon. Hinter mir auch dieser, wie heißt das? Ludwigturm? Scheiße. Bismarckturm, ganz genau, Bismarcksäule. Davon haben wir auch in Köln eine und auch deutschlandweit stehen von diesen Bismarcktürmen, Denkmälern sehr viele rum. Und ja, eben ist mir noch aufgefallen, dass ich einige Sequenzen versehentlicherweise in 1080p nur gedreht hatte. Ich habe das dann wieder auf 4K umgestellt. Manchmal ist mein Finger einfach zu wurstig und wenn ich diese Bildstabilisierung manchmal ausschalte, dann stelle ich schon mal die Auflösung um. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ab jetzt geht es hier in echtem 4K weiter. So, und ich habe eben auch mit meinem Zuschauer nochmal geschrieben, mit dem Dominik. Der schrieb mir vor einer Dreiviertelstunde etwa, dass er in den Bonner Rheinauen ist und der ist mit 5,3 km/h unterwegs. Ich ist mit 7,3 und ja, da kann man so ungefähr ausrechnen, wann man sich dann trifft. Also ich denke, das könnte so kurz vor der Grenze zu Rheinland-Pfalz vielleicht sein oder kurz hinter Bonn. Leute, ich weiß es nicht. Aber ich müsste ihn bald eingeholt haben. Dann werden wir so ein kurzes Schwätzchen, denke ich, halten. Das ist auch immer sehr, wie gesagt, für das mentale Durchhalten sehr wichtig, solche kurzen Kontakte. Also mir bringt das sehr viel. Und jetzt geht es hier unter der zweiten, ja schon die dritte und letzte Rheinbrücke in Bonn. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Es ist wirklich peinlich, ne? Ich habe das ja mal auswendig gelernt, aber so ist das halt mit Dingen, die man nicht täglich braucht oder nicht sehr häufig braucht, die vergisst man halt sehr schnell wieder. Und ja, Leute, messe nichts dran. Das menschliche Gehirn ist halt nur für Dinge gemacht, die es eigentlich auch nur wirklich braucht. Und Namen gehören halt manchmal leider nicht mit dazu. Das finde ich oft sehr unangenehm im täglichen Leben, wenn jemand vor mir steht, den ich schon länger kenne. Und
mir sein Name nicht einfällt. Das ist einfach, finde ich, das ist ein, ja, so ein soziales Problem. Das ist unangenehm und dann denkt der Gegenüber auch, ja, hat der sie noch alle? Hat der mir überhaupt jemals zugehört? Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja, Namen sind Schall und Rauch, sagt man ja so schön. Ist blöd, aber man ist zunächst dran. Weiter geht's. Uhr, 35,34 Kilometer gelaufen. Hier steht er jetzt neben mir, mein Zuschauer Dominik. Grüß Hi. Dich. Dominik läuft heute auch bis nach Koblenz und von da aus dann? Ja, dann werde ich abgeholt von meinem dann Vater. Dann ist Feierabend. Ja. 84 Kilometer. Auch eine straffe Nummer. Also da muss ich auch erstmal hinkommen nach Koblenz. Aber ich denke, du packst das. Siehst entschlossen aus, ja. Das ist schon mal wichtig. Genau. Würde ich sagen, viel Erfolg noch. Ich ziehe weiter. Ja, hau rein. Ciao. Punkt 12 Uhr, 38,35 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in gegenüber vom Drachenfels. Leute, hier geht mir wieder das Herz auf und ich spüre so richtig, wie ich hier wieder so auch mentale Kraft tanken kann. Diese Gegend hier, ich werde es immer und immer wieder sagen, gefällt mir einfach unendlich gut und schenkt mir immer sehr viel Kraft, wenn ich hier bin. Liebe Leute, es ist für mich auch immer sehr schön, Zuschauer mal persönlich kennenzulernen, wie jetzt gerade den Dominik. Das ist für mich immer so eine, ja, so ein Überraschungsei, ne? Ich weiß ja nie so richtig, wer mich da erwartet. Und das ist natürlich mit steigender Zuschauerzahl. Immer mehr Leute wissen, wer ich bin. Ich weiß aber im Grunde von der gesamten Zuschauerschar gar nichts, ja? Und das ist für mich dann immer ganz toll, auch mal so ein wenig persönlich ins Gespräch zu kommen mit Zuschauern und nicht nur über einen Chat oder sowas. Das ist für mich eine super Sache und wird es halt in der Form auch mal in einer größeren Ausführung geben, wenn diese Pandemie eben endlich vorbei ist. Leute, ich habe jetzt damit etwa hier die Hälfte der Strecke nach Andernach hinter mir, also bei Kilometer 40, das ist immer so die Hälfte, vielleicht auch erst bei 42, aber wir nähern uns so der Hälfte. Und ich habe gerade auch schon mit dem Nino telefoniert. Der macht sich langsam fertig. Der wird nämlich mit dem Fahrrad und dem Herbie im Schlepptau nach Andernach kommen und mir dann ab da richtig schön Motivation geben, auch noch ein bisschen Verpflegung mitbringen und sowas. Leute, also das steht bisher alles unter sehr guten Zeichen hier. Das Wetter ist auch trocken, die Sonne knallt nicht, kommt aber gerade so ein bisschen raus, dennoch Wolkendecke und relativ frisch, genau richtig für so einen Marsch. Weiter geht's. Uhr 55, 44,99 Kilometer gelaufen. Durchschnittsgeschwindigkeit immer noch stabil bei 7,3 Kilometer pro Stunde. Herzlich willkommen in Oberwinter. Leute, hier ist jetzt richtig schön wolkenfreier Himmel. Hier linke Hand ist auch dieser kleine Yachthafen, Sportboothafen. Und das fühlt sich gerade so richtig an, wie so ein bisschen Urlaub hier, ne? Der Frühling ist da, die Vögel zwitschern, Leute. Einfach klasse. Aber so langsam spüre ich auch die ersten Ermüdungserscheinungen. Ich habe ja doch jetzt, bin ja seit Beginn quasi ununterbrochen am Durchziehen. Ich habe noch nicht einmal Pause gemacht. Das wollte ich vielleicht so bei Kilometer 50 machen oder so. Vielleicht, ne? Mich treibt gerade so diese hohe Durchschnittsgeschwindigkeit an. Und wenn ich dann nämlich Pause mache, geht die Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit natürlich runter. Und das will ich nicht. Ich will versuchen, solange es geht, hier dran zu ziehen. Aber das birgt natürlich die Gefahr, dass dann irgendwann gar nichts mehr geht. Das ist wie mit so einer Schraube, ne? Macht ganz fest, kommt ganz lose und so kann das hier eben sein. Macht ganz schnell und viel Laufen, geht ja nichts mehr. Da muss man gucken, ob man genau den richtigen Zeitpunkt abpasst. Aber noch sind auf jeden Fall genug Reserven da. Und bei dem Wetter hier gibt das nochmal eine richtig satte Portion Energie. Liebe Leute, weiter geht's.
13.47 Uhr, 51,34 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Remagen und ganz speziell hier jetzt an der ehemaligen Brücke von Remagen. Ein immer wieder schöner Ort für mich, den ich aber immer meistens in der Regel nur im Vorbeigehen passiere. Aber ich bin gerade auch jetzt wieder so gut in Schwung, Leute. Ich will einfach noch keine Pause machen. Ich habe mir eben noch mal so eine Tütchen von dem, was war das hier, dieses Nussfruchtmix da aus der Tüte reingehauen. Das hat dann noch mal richtig eingefahren. Dann noch eine Magnesium hinterher, noch eine Salzkapsel. Und Leute, ich bin gerade nicht zu bremsen. Durchschnittsgeschwindigkeit liegt immer noch bei stabilen 7,3 km/h. Und das ist einfach geil. Es ist sehr viel besser, als ich angenommen hätte, wie es laufen würde. Und da will ich jetzt eben noch ein bisschen weiter drauf aufbauen, dran anpacken, ihr versteht, ne? Und damit geht's jetzt weiter. Und zwar mit Grüßen an folgende Kanalmitglieder. Dennis Glitzer, Pascal 90, Abu Anna, Fiebinger, Mankey Düsseldorf, Dom Wanderfloh, Mac Banane, Carsten Vulpius, Chris und Liz am Limit. Wir begrüßen euch auf unserer heutigen 10 Kilometer Abendrunde. Der zwei Niederrheiner. Ja, wir sind hier auf Wanderung und zwar sind wir hier im schönen Remagen. Hansi 1962 Krämer. Gruß aus Bad Ems, heute startet der Mammutmarsch. Logbuch Wandern. Yes, wir wandern. MarvCon TV. Hallo, moin. Outdoor mit Tim Pöhl. Heute ist Samstag. Simon Friedrich. Ich bin heute auf dem Weg Richtung Klotten. Und Wanderkalli. Aber sie haben die Nacht gut überstanden, trotz der Kälte. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals. Und jetzt zurück zum Mammutmarsch. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier die letzte Dreiviertelstunde abgegangen ist. Ich hatte mir eben so ein Energiegel reingehauen mit Koffein. Leute, ich denke, das darf nicht wahr sein. Es war, als würde ich auf einem Kernreaktor sitzen, der mich da nach vorne drückt. Das war so ein bewegendes Erlebnis gewesen. Dann hatte ich mir noch die Earbuds reingesteckt und bisschen Musik gehört. Ich habe mir auf dem Handy so ein paar Trance-Klassiker draufgehauen für unterwegs. Ist ja sehr selten, dass ich Musik höre. Aber die Musik dazu noch, Leute, boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich hier gerade für einen Film gefahren habe. Das klingt jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich kam mir vor, als wäre ich unsterblich, Leute. Ne? Immer noch in Bewegung, sind jetzt bei Kilometer 60 nach 8 Stunden nonstop in Bewegung. Und ich habe es sogar geschafft, die Durchschnittsgeschwindigkeit nochmal um 0,1 km/h anzuheben. Wir sind jetzt bei 7,4 km/h, Leute. Also was Musik alles bewirken kann. Und dann in Verbindung mit dem Koffein, wo ich ja sowieso sehr sensibel drauf reagiere. Das war wirklich gerade so ein kleiner, ja fast schon Drogentrip. Ne? Endorphinfeuer und so ein Zeug. Leute, unbeschreiblich. Einfach schön. Und ja, das hat mich auch richtig bewegt. Ich hatte teilweise wirklich so leichte, feuchte Augen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie mir das hier gerade ein inneres Feuerwerk beschert hat. Unglaublich. So, jetzt merke ich aber auch langsam, dass das Koffein wieder so nachlässt. Ich falle dann in so ein leichtes Loch immer rein. Kann das auch nicht zu oft machen mit diesem, ja, ich nenne es mal Turbo-Boost. Ja, da müssen wir uns erstmal ein bisschen Zeit wieder verstreichen lassen. Das wird dann in 2-3 Stunden nochmal so extrem abgehen wie gerade. Auf jeden Fall laufe ich jetzt hier auf Bad Breisig zu. Bin schon seit längerem hier auf Bad Breisiger Stadtgebiet. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich komme so unglaublich gut voran. Die Sonne, also das Wetter tut auch sehr viel dazu, dass es so gut funktioniert. Einfach wunderschön. Wow, ja. Jetzt will ich nur hoffen, dass ich das auch weiterhin so durchhalten kann. Ich möchte immer noch keine Pause machen. Ich will durchziehen bis mindestens nach Andernach. Aber da werde ich viel früher als geplant da sein. Und der Nino wird dann irgendwann später erst dazukommen. Und wenn es so weiterläuft, Leute, dann bin ich auch vor 24 Uhr schon am deutschen Eck. Wahnsinn, weiter geht's. Thank you.
15.44 Uhr, 66 Kilometer, Punktlandung. Herzlich willkommen in Nach-Namedi. Also ich komme jetzt gerade aus dem Örtchen Namedi, das gehört schon zu Andernach. Und Leute, das Endorphinfeuer ist längst erloschen. Das ist alles andere als leicht gerade. Das ist der erste Tiefpunkt auf dieser Tour heute. Ich habe zwar immer noch diese satte Wahnsinnsdurchschnittsgeschwindigkeit von 7,4, aber ich musste mir wirklich hart erarbeiten gerade. Vorhin auf diesem Koffein-High, da ging das ohne Probleme. Ich habe mir quasi selber beim Laufen zugeguckt, musste gar nichts tun. Und jetzt ist hier jeder Schritt gerade richtig schwer und anstrengend. Gerade so ein richtiges Down halt. Ne? Aber wow, da weht der Michi fast von der Piste. Ja, aber auch sowas gehört dazu. Ne? Ja, oh, da hinten kann ich schon diese Kirche da von Andernach sehen. Ne? Da gehen wir jetzt hier parallel zur B irgendwas. Es gibt auch einen anderen Weg, der läuft dann hier irgendwie parallel dazu. Da ist ein bisschen ruhiger, den habe ich aber irgendwie verfehlt, weil ich so vor mich hingetrottet bin und nur diesen Radwanderwegschildern gefolgt bin. Ja, jetzt laufen wir hier an der Terrorlandstraße entlang. Der Verkehr ist noch überschaubar, also kann man noch drüber hinwegsehen. Ja, drüben auf der anderen Rheinseite, da ist die Burg Hammerschmidt oder Hammerstein, ich kann es mir auch nicht merken, wo ich schon einmal übernachtet habe und auch schon ein zweites Mal noch ein Video drin drüber gemacht habe. Ja, sehr schöne Ecke hier. Das wird jetzt hier auch immer schöner, je näher ich nach Koblenz komme. Für mich persönlich wird es dann immer schöner. Und in Koblenz ist dann so ein Highlight erreicht mit dem deutschen Eck. Ja, Leute, aber bis dahin ist es noch ein Stückchen. Wollen wir sehen, wie es weitergeht. Liebe Leute, war ein Film. 16.32 Uhr, 71,38 Kilometer gelaufen. Ich habe das jetzt hier mal auf Demo-Modus gestellt, GPS ausgemacht, damit ihr hier nicht weiter diese Navigationstoleranzen aufzählt. Leute, meine erste Pause hier heute in Andernach. Hier nebenan ist eine ED-Tankstelle. Und da habe ich mir jetzt gerade mal was zu trinken geholt. Jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen legen, strecken und so weiter. Naja, ihr wisst Bescheid. Oh, Leute, Dose Cola, ich brauche was richtig schön Kaltes, was zischt. Boah, Prost. Ja, dazu habe ich mir noch so einen Snack hier geholt, so eine Laugenstange und ein Eis. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, Leute. Dann wird hier gleich noch das Wasser aufgefüllt. Und dann muss ich ja gucken, dass ich zügigst weiterkomme, um hier nicht zu sehr zu entspannen. Weil um dann jetzt wieder in Bewegung zu kommen, das ist einfach richtig hart, ne? Ah. Boah. Geil. Ah. So Leute, weiter geht's. Und das ist jetzt das Problem, ne? Deswegen versuche ich so gut wie keine Pausen zu machen. Aber jetzt laufe ich hier wirklich wie auf rohen Eiern. Meine Füße tun weh. Meine Knie tun weh. Und ja, das dauert jetzt wieder sehr lange, um in den alten Schritt reinzukommen, wenn ich das überhaupt noch schaffe. Ne? Das ist jetzt damit erstmal vorbei. Aber willst du machen, der Gesamtschnitt ist schon runter auf 7,3. Dann wird es in den Keller gehen, Leute. Ne? Das ist halt so. Auf jeden Fall haben wir hier eine schöne, diesen Kirchturm, den man vorhin schon von weitem, also ich von weitem sehen konnte, von Andernach. Haben wir aber keine Zeit für. Da gehen wir jetzt einfach dran vorbei und dann wieder mit Rheinufer. Und Leute, dann sind wir auch bald schon in Koblenz, vorher noch Mülheim-Kärlich, ehemaliges KKW. Ja, weiter geht's. Sind nur 39, 78,08 Kilometer gelaufen.
Ja, es gibt traurige Neuigkeiten. Der Dominik, den wir vorhin kurz gesehen hatten, der musste leider seinen Marsch beenden, weil sein Kollege, der mit dabei war, der hatte Probleme mit den Füßen bekommen, ziemlich starke Schmerzen, der kam nicht mehr weiter und er hat aus Solidarität dann mit ihm zusammen abgebrochen. Das tut mir richtig leid für die beiden, einfach weil ich selber aus Erfahrung weiß, wie scheiße sowas ist. Ja? Wenn man sich da auf so einen Marsch freut und voller Energie ist, wochenlang vielleicht auch darauf hinarbeitet und sich schon ausmalt, was man alles so macht. Ne? Und dann passiert so eine Scheiße und das Ding ist beendet. Das ist ärgerlich, das schmerzt, aber Leute, merkt man nichts dran. Beim nächsten Mal wird es dann besser klappen und dann muss man dann halt, so wie es auch tut, durch. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Leute, jetzt sind wir hier auch mittlerweile schon in Weißenturm. Da ist das ehemalige Kernkraftwerk, wo jetzt der einst höchste Kühlturm Europas dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ja, so sind Dinge halt vergänglich, die für die Ewigkeit gebaut werden. Sollte das für die Ewigkeit halten? Ich glaube es nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich auch von mir selber also fast schon ein bisschen erschrocken. Ne? Ich bin jetzt wieder bei diesen 7,4 km/h. Leute, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich frage es mich wirklich, wie kann man so viel Energie entwickeln? Das ist mir völlig unvorstellbar. Ne? Also, dass ich die Strecke schaffe, ja. Aber in dem Tempo jetzt immer noch. Leute, ich bin ratlos. Nehme es so an, wie es ist. Ziehe jetzt weiter durch. Eben war ein Schild, Koblenz, noch 19 oder 16 Kilometer. Ich weiß es gar nicht. Ja, Halbzeit ist auf jeden Fall schon überschritten. Ne, 150 wollte ich ja machen. Jetzt haben wir schon 78. Leute, geil. Einfach nur geil. Weiter geht's. Abschuss! Uhr 6, Kilometer, nein, 88,56 Kilometer gelaufen. Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, die Trance-Musik aus Mitte der 90er bis Mitte 2000er, das ist so ein genialer Sound, der katapultiert euch wirklich in so ein anderes Universum. Das hat mir gerade auch wieder so eine Freude gemacht nach dem letzten Energiegel da. Das war wirklich eine Abfahrt, richtig geil. Ja, mittlerweile bin ich dann auch in Koblenz angekommen. Ich glaube, Kesselheim, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich so langsam kommen diese Verwirrtheitszustände auch. Mal gucken, geradeaus. Habe ich dem Zuschauer, der gleich zum deutschen Eck kommt, da habe ich jetzt mal meinen Live-Standort geteilt. Das habe ich jetzt auf dieser Tour hier neu herausgefunden, dass sowas über WhatsApp funktioniert. Finde ich richtig klasse. Da gucken auch meine Eltern mittlerweile zu und noch ein paar andere Leute. Auch der Nino ist im Bilde. Der kommt gleich mit der Bahn zum Koblenz Bahnhof, Hauptbahnhof. Genau. Ja, auf jeden Fall, nächste Station ist erstmal Deutsches Eck. Da treffe ich mich dann mit einem weiteren Zuschauer, der mir da so ein bisschen Verpflegung hinbringt. Leute, das finde ich so eine geile Geste, einfach klasse. Und ohne diese Unterstützung, die ich bisher erfahren habe hier, wäre ich auch niemals so weit gekommen aus eigener Kraft. Zumindest nicht annähernd so schnell und so zügig. Leute, es macht einfach Spaß. Ne? Die Nacht kommt langsam hier, senkt sich nieder. Wir haben auch Vollmond heute. Das wird eine richtig tolle Nacht. Da freue ich mich schon drauf. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch noch Unterstützung vom Nino und vom Herbie haben. Also Leute, alles gut. Weiter geht's. Liebe Leute, da läuft man hier nichts ahnend über die Balduinbrücke in Koblenz. Auf einmal höre ich einen Schrei. Basti! Hier steht da der Nino. Jo, Basti! Ey, hau rein. Junge, du siehst aber, ey, wie viele Kilometer hast du? Ja, 91, 92. Ey, dafür machst du so einen mentalen, starken Eindruck. Auch Bastian! Und weiter, oder willst du erst übernommen? Nein, komm, weiter. Genau. Ja, ich hau rein. Leute, geil, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Nino hat ja auch meinen Standort gehabt. Und ja, da steht er da in der Finsternis. Und geil, jetzt geht's auch wieder aufwärts. Ich war eben schon die ganze Zeit so ein bisschen. Aber das gibt jetzt wieder richtig Auftrieb. Leute, ihr sollt nicht meinen, was das bewirkt. Ne?
So, jetzt hier Balduinbrücke, da vorne Deutsches Eck. Gleich sind wir da. Wow, liebe Leute. 19.52 Uhr, über 4 Stunden früher am Deutschen Eck angekommen als geplant. 94,07 Kilometer gelaufen in 12 Stunden 47 reiner Laufzeit. Leute, Wahnsinn. Aber ich muss mich jetzt hier mal so ein bisschen längere Pause machen. Ich sehe, da ist da eine Bahn. Ist das der Herbie? Ich bin hier. Ah, der Ninos. Ja, okay. Nochmal links. Nochmal links. Da. Nochmal links. Ist hier eine Bank? Da ist auch einer. Ja. Ja, hier ist frei. Ja, da ist eine freie Bank. Herbie navigiert mich hier. Ich blende mich selbst mit der Lampe. Leute, so, jetzt haben wir erstmal hier das GPS wieder auf Demo-Modus, um keine Ungenauigkeitsdaten hier aufzuzeichnen. Zack, und legen das weg. Und ich lege mich jetzt auf die Bank. Oh, lebe Nino. Basti. Geile Aktion, Digga. Boah, jetzt erstmal hinlegen. Leute, aua. Oh. Cool. Ah, Junge. Beine hoch. Boah, ist das ein Gefühl. Geil. Die Füße schwellen ab. Ey, ich habe nur eine Pause gemacht bisher. Da in Andernach. Und jetzt das zweite Mal hier am Deutschen Eck. Leute, einfach irre. Boah, geilo. Dankeschön. Prost. Prost, Basti. Hast du dir wirklich verdient. Boah. Oh, jetzt werde ich hier richtig versorgt, verpflegt, geil. Ich kann nicht greifen, Nino. Ja, achso, ja, warte. Warte. Wir haben doch hier die Ladung voll, dann hast du auch was bequem am Köpfchen. Was? Ich hab gerade eine Decke bei. Ich komme mir gerade vor wie so ein Invalide, ne? Hier. Oh, komm schon. Ne? Aber Erdbeeren, ja. Geh mal mit dem Kopf nach vorne. Willst du frische Erdbeeren? Basti. Ja, gib mir den Erdbeeren. Oh, ja. Leute, der Wahnsinn. So, Brötchen, deine Salami-Brötchen haben wir auch. Salami, Servelatwurst. Ich hab mal an mich gedacht. Leute, ihr seid der Renner, ne? Ich kann so viel gar nicht essen dann. Ja, das spielt keine Rolle, langsam. Ja. Guck mal. Soll ich die Salami direkt und die Banane strecken? Ich leg dir die hier hin. Ne? Was für ein Verpflegungskosten. Kannst du die hier einfach greifen? Ja? Nino, sollen wir in das Salami-Brötchen strecken und die Banane wickeln? Komm, noch eine Banane, Leute. Ja. Wahnsinn. Brötchen. Sollen wir das Salami-Brötchen direkt rumwickeln? Steck die Banane ins Brötchen. Oh. Möge die Banane dich. Tut das gut, Leute. Da. Ja. Boah, was ein Film. Geil, was. Ja. Da kann man wieder fahren, oder? Ich will da wirklich nicht allzu lange hier bleiben, sondern direkt weiter. Ja, dauert halt immer so lange, bis man wieder in Betrieb kommt dann, ne, mit den Beinen und den Füßen und so. Ich bin echt noch massiert und durchgeschüttelt. Alles für mein Buddy. Geil. Geil. Und wieder runter. So, liebe Leute, da haben wir mittlerweile 20 nach 20 Uhr. Gerade war der Carsten noch da. Der hat mir hier noch eine Flasche Wasser mitgebracht und 2 Äpfel. Die werden mich auf jeden Fall gut durch die Nacht bringen. Also vom Verpflegung her sind wir richtig gut ausgestattet jetzt. Ich werde das Wasser vom Carsten hier noch, den Rest, was noch übrig ist, in die Trinkblase reinfüllen. Leute, es ist so eisig kalt und ich bin richtig froh, dass der Nino mir noch eine Jacke mitgebracht hat, denn ich mit meinem dünnen Stoffjäckchen hier. Ich habe zwar noch ein T-Shirt runtergezogen, also 2 T-Shirts habe ich jetzt an, die Stoffjacke und die Regenjacke hier. Weißt du, Regenjacke? Ja. Wim. Also, Windbreaker. Und durch die lange, etwas längere Pause jetzt hier, kein guter Zustand gerade, aber mit der Jacke geht's halt so. Ne? Und Leute, hier Koblenz, immer wieder geil. Weißt du, Herbie, kannst du das sehen? Deutsche Eck, kriegst du da drauf? Wir sind hier am Deutschen Eck, haben wir eben schon gesagt, ne? Und Leute, es ist so unglaublich geil hier jedes Mal. Das ist so ein unglaublich monumentales Bauwerk, dieses Reiterstatue da. Einfach geil. Auf der anderen Rheinseite dann Festung Ehrenbreitstein. Da sind wir auch dieses Jahr schon gewesen auf einer Wanderung. Und jetzt geht es dann gleich hier im Deutschen Eck vorbei, über die Brücke und dann auf der anderen Seite zurück nach Köln, so weit wie wir eben kommen. Nino, alles gut bei dir? Super.
Ach so, und der Carsten hat mir noch Aminosäure-Kapseln mitgebracht. Da, Aminosäure und Magnesium. Haben schon eben von einer genommen. Ich denke, kann beides nicht schaden. Zwei Stück haben wir noch. Super Sache. Ich tue jetzt mal in die andere Tasche. Deckel, halt. Jetzt drauf, jetzt zu. Luft rausdrücken lassen. Sehr gut. Ja. Und damit würde ich sagen, packen wir den Rest noch ein, dann geht es ja auch endlich weiter, ne? So, da bin ich auch schon wieder in Bewegung, aber relativ langsam, denn ich habe mir nämlich so ein paar Blasen an den Fersen gelaufen. Wir sind jetzt hier an dieser Seilbahn, kann man das erkennen, ich weiß es nicht, die rüber nach Ehrenbreitstein geht. Herbie ist da, Nino ist noch irgendwo im deutschen Eck, der muss noch was texten, glaube ich. Und so bin ich schon mal losgezogen, aber ich komme halt nur sehr langsam gerade wieder in den Trott rein, nur bis diese Schmerzen von den Blasen in den Fersen weggebügelt sind. Ich glaube, ihr kennt das, ne? Wenn man den Blasen dann Ruhe gibt, ist das wieder reinlaufen, eine richtige Qual. Aber ich merke, ich komme so langsam rein. Und ich weiß nicht, ob ich das eben so richtig gesagt habe, aber was die Jungs da an Verpflegung für mich gerade aufgebaut hatten, da aufgefahren hatten, das war richtig klasse. Und auch vom Carsten mit den Äpfeln, da werde ich mir gleich noch einen reinhauen. Der Wassersack ist wieder aufgefüllt. Also da an dieser Stelle tausend Dank bisher an alle Beteiligten. Das hätte, so hätte ich das allein in der Form nicht hinbekommen. Auch mit der Jacke hier vom Nino, Temperaturen habe ich auch massiv unterschätzt. Ich wusste zwar, dass es so um die 3 Grad werden diese Nacht, aber ich dachte, 3 Grad ist schon nicht so kalt, ne? Also manchmal habe ich da voll an der Murmel. Aber jetzt geht es langsam wieder auch mit den Fersen. Und Leute, nächste Brücke, also die erste Rheinbrücke in Koblenz, gehen wir jetzt rüber. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Das war da, wo ich auch den Rheinsteig letzte Mal abmoderiert hatte an der Brücke. Und dann geht's schon wieder zurück nach Köln. Leute, geile Sache. Weiter geht's. Klar, den Wagen, der Wagen, Junge, das ist dein hier, wenn nichts mehr geht. Ja, geh du nur, du gehst nur. Nee, lass mich. Komm. Basti, du verschwinde. So, jetzt müssen wir hier nämlich, um auf die Brücke zu kommen, Treppen gehen. Ich werde natürlich auch vorher irgendwie, also wenn wir nicht direkt am Ufer lang gelaufen, wäre es auch einen Weg gegeben ohne Treppen. Aber ja, ich hätte jetzt auch den Hänger mit hochgetragen, aber darf ich nicht. Und so gehen wir jetzt hier zu Fuß weiter. Ich werde dann auch direkt weiterziehen. Die hole ich mit dem Fahrrad natürlich immer wieder ein. Nino ist mit dem E-Bike. Herbie, konventionelles Fahrrad mit Hänger. Also eine richtig geile Nummer, Leute. Ich bin auch wieder richtig schön erfrischt. Treppen laufen tut auch überhaupt nicht weh. Alles richtig gemacht. Weiter geht's. Ich hab mir den heute, ne, bevor ich weg bin, schon mit Bananencreme schon. Aber ich glaube, das bringt nichts. Der dreht am Rad. Ich bin jetzt schon wieder sickernass unten drunter. Liebe Leute, wir haben es geschafft. 21.24 Uhr, 100,1 Kilometer. Hey! Herbie hat sich schon nackig gemacht, dem ist auch richtig heiß geworden. War bei 150. Ja, ich muss auch die Jacke wieder ausziehen, da fängt man so an zu ölen. Nino, der Einzige mit Handschuhen und kalten Füßen hier. Ja, ist der Spanier. Ja, ich brauche halt die Sonne. Für mich ist das Kalte nichts. Genau. Ja, Leute, also es läuft hier phänomenal. Durchschnitt in Fahrt 7,3 km/h. Ich habe jetzt auch wieder meinen alten Trott wiedergefunden. Leute, das geht hier so unermüdlich weiter. Und ich frage mich, wo das enden soll. Aber Basti, Entschuldigung, wenn ich ins Wort fallen darf. Aber ich muss sagen, ich finde dich so mental immer noch so stark. Ja, das geht, habe ich ja gesagt, da geht es um 3-4 Uhr früh, geht das los. Dann werde ich so matschig und lala in der Rübe. Ja, aber ich überlege mal, du hast aber 100 Kilometer hinter dir, Sebastian. Ja, ja, ich bin selber, das ist, ich weiß nicht, wo die Kraft herkommt. Das liegt auch mit daran. Wir haben ja, ich habe bisher gerade mal 400 Höhenmeter. Das ist nichts. Ne? Mit mehr Höhenmetern wäre ich jetzt auch nicht so frisch noch. Das liegt daran, das ist der Grund. Weiter geht's. Liebe Leute, guckt mal hier rechts. Da ist der Rewe-Markt Guido Hörle, wo ich eingekehrt bin, bevor ich hier irgendwie eine Siebengebirgsübernachtung oder nee, Rheinsteig war das. Genau, wo ich mich mit dem Dirk auf dem Rheinsteig getroffen habe. Da war ich ja vorher hier beim Rewe-Markt Guido Hörle. Schön, wenn man sowas wieder sieht. Dafür haben wir uns vorher gerade ein bisschen verfranst, da ging es nicht weiter.
Die andere Rheinseite ist wenig gut ausgebaut im Vergleich zur anderen Rheinseite. Von Wegen und so, ja, müssen wir so ein bisschen durchschlagen. Manchmal wieder zurücklaufen, weil Sackgasse und so, Messe, nichts dran. Weiter geht's. Weiter geht's, richtig. So, liebe Leute, 22.53 Uhr, 110,2 Kilometer gelaufen. Jawohl! Immer noch, genau, diese verteufelten 7,3 km/h. Es nimmt kein Ende, Leute. Aber ich weigere mich irgendwie innerlich langsamer zu werden. Und ich hatte jetzt eine ganze Zeit so eine Phase gehabt, wo ich richtig down war. Ich war wirklich auch jetzt ziemlich gereizt. Straßenlärm, das hat mich richtig innerlich zum Kochen gebracht. Deswegen bin ich auch nur so schweigend vor mich hingedackelt. Nino und so, die war dann auch ruhig, die haben gemerkt, dass es mir nicht so gut ging. Und jetzt mit einem Mal geht die Laune wieder bergauf. Ne? Ich kann jetzt wieder richtig schön zügig laufen und hatte eigentlich für 110 Kilometer eine Pause angedacht. Aber ich denke, jetzt machen wir noch 4 Kilometer oben drauf. Ja, solange es dann läuft, ne, das wird jetzt immer öfter kommen, diese extremen Stimmungsschwankungen. Dann geht das jetzt gerade wieder so auf dem Plateau hoch, dann wieder runter, wo du denkst, was machst du hier? Bist du eigentlich bescheuert, extrem gereizt, aggressiv? Und dann aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, vielleicht Hormone oder sowas, dann geht die Stimmung wieder rauf. Und ja, das ist dieser Kampf, den man auf solchen Märschen dann ab einer bestimmten Kilometerzahl mit sich auskämpfen, ausfechten muss. Aber wie gesagt, dass der Nino da ist und der Herbie, das ist eine richtig coole Sache und gibt mir auch wirklich mental hier die nötige Kraft, jetzt für die letzten Kilometer da durchzuziehen. Ich hoffe, du frierst nicht zu sehr, Schatzmann. Nein, alles gut. Super. Ich bin mental vorbereitet auf deine Nachtaktion und sehr gut. Ich hoffe, du bist da. Nein, aber wirklich, Sebastian, weißt du, guck mal, auch jetzt die 110 Kilometer geknackt. Also, ist für mich, ich feiere das, dass du immer noch mental so auf der Höhe bist. Ja, aber wie gesagt. Und ich finde es geil einfach. Ja, ich bin auch selber, wie gesagt, überrascht, aber es liegt halt an den fehlenden Höhenmetern. Sonst wäre ich hier ganz bestimmt nicht so unterwegs. Und ich würde sagen, wir melden uns so ein paar Kilometern beim nächsten Verpflegungsposten. Schön aus. Ausgeht nur fürs Auftreten, ne? Boah. So, liebe Leute, herzlich willkommen nach 113,4 Kilometern. Kilometer um 23.22 Uhr beim Expertmarkt in Neuwied auf dem Parkplatz. Hier wurde mir schon meine Bahre zubereitet. Boah. Ah, Leute. Ja, ich denke, ich liebe mich noch. Bevor es rausfällt. Oh, Leute, ist das geil. Oh, und sogar noch ein Kissen. Wenn du willst, kommst du noch kurz hin, dann wird es noch warm, decken dich noch zu. Ja, wo ich eben sagte, mit der Stimmung, die geht ja rauf und runter. Das war jetzt kurz hier vor dem Pause hier auch wieder so extrem. Da denke ich, boah, jetzt wird erstmal ein Brötchen hier. Klar. Boah, frisch geschmierte Brötchen vom Nino persönlich, so geil. Salami, Butter, Brötchen, Mahlzeit. Oh. Ja, der? Im Mendelschenkel. Das war alles gesorgt, Leute. Alles sehr. Von daher habe ich es auch gesorgt. Rein alkoholfrisch. So, liebe Leute, da haben wir so ein bisschen Pause jetzt gemacht, schätzungsweise 15 Minuten. Der Herbie räumt das Lager hier schon wieder weg. Die Palette räumen wir natürlich auch gleich zurück. Und ich habe jetzt wieder das Problem hier mit den Füßen. Ne? Jetzt wieder hochzukommen, das war gerade schon eine Kunst hier von der Palette aufzustehen. Herbie hat mir dann direkt wieder die Jacke angezogen, weil das geht jetzt hier so ruckzuck, dass man anfängt durchzufrieren. Richtig mit Bibbern und so, nicht nur so an der Oberfläche, sondern richtig durch bis zu den Organen und so. Ne?
Aber jetzt wieder in den Schritt reinzukommen, das wird richtig eine harte Nummer wieder. Ich habe mir nämlich auch an beiden Fersen Blasen gelaufen, wovon an einer Ferse die Blasen schon aufgegangen sind. Aber da muss man jetzt reinkommen, diesen Schmerz erstmal wieder überlaufen und dann geht das auch wieder in der Regel halbwegs weiter. Wo müssen wir denn hier überhaupt entlang, Basti? Kann ich ganz genau sagen. Weiß ich nicht. Freunde der Nacht. 0.44 Uhr, 119,0 Kilometer gelaufen, Punktlandung 7,2, jetzt habe ich schon 7,0 Gesamtdurchschnitt und in Fahrt 7,2, aber effektiv habe ich jetzt vielleicht noch 6,8 oder so drauf. Meine Fersen, die Blasen, das schmerzt halt ziemlich und ich fange halt an auch das Gewicht beim Auftreten auf den Ballen zu verlegen. Damit läuft man natürlich in so einer Fehlstellung und das kann gut gehen, muss aber nicht. Ne? Also doll ist es gerade nicht, aber die Pause eben, die hat wieder richtig gut getan. Und ich bin auch schon wieder so weit warm gelaufen, dass ich die Jacke ausziehen konnte. Herbie mit dem Gepäckwagen nebenan, da ist alles. Genau, da kann man jederzeit reingreifen, da sind dann noch ein paar Leckereien drin. Leute, ideal. Ne? Also einen wandelnden Verpflegungsposten dabei zu haben, das ist schon eine richtig geile Nummer, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon, ja, aber das ist schon, also immer noch in Neuwied, aber auf der anderen Rheinseite ist dann eben Andernach und da konnte ich jetzt eben auch schon diese Hochschnellstraßen da sehen, wo ich vorhin drunter hergelaufen bin. Also es geht merklich zurück Richtung Heimat. Ob ich es komplett bis nach Köln schaffe, wage ich zu bezweifeln. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber die 150, denke ich, werde ich definitiv vollkriegen. Hier, das glaube ich dir. So, liebe Leute, da haben wir gerade so ein kleines Problem. Wir haben hier, liegt jede Menge Treibgut auf dem Boden rum. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Der Herbie da mit dem Hänger und dem Fahrrad ist natürlich jetzt richtig suboptimal. Ne? Ich muss ja auch immer wieder zurückleuchten. Ja, hier der nächste Gau, da mussten wir jetzt rüber mit dem Hänger hier. Und ich verliere hier immer das Gleichgewicht. Stell mir vor, der hätte hinten rumgelegt. Ich war kaputt am Schlafen. Alter, wie lass mich runter? Kann ich nicht runterlassen? Okay. Ja. Ich meine, zurückgehen wir auch nicht, ne? Aber ich bin gespannt, ob du kommst. So, jetzt versuche ich hier rüber zu kommen. Ich hab schon mal erwähnt, ich bin so richtig stockstief schon. Jetzt über diesen. Wow! So, drüber. Ja, dann hier kurzer Zwischenbericht. Oh Leute, dieser scheiß Weg hier, der ist echt die Pest gerade. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1.30 Uhr, 123,9 Kilometer. Es geht voran. Wir nähern uns so langsam. Sind wir auf der Zielgeraden, Leute. Geil. Einfach geil. Die Nacht, die wirkt jetzt auch wieder so ein bisschen beflügelt auf mich. Auch wenn wirklich schon die Akkus richtig leer sind, langsam. Basti! Junge, wie schnell bist du unterwegs, Basti? Zum Befehl. So, liebe Leute, 129,4 Kilometer um 2.28 Uhr und jetzt sitzen wir hier unter einer Bushaltestelle, irgendwo Rheinbrohl oder was. Ich glaube, drüben ist Bad Breisig. Nee, Bad Hönningen. Hier, ein Kilometer war noch Bad Hönningen. Bad Hönningen, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ich muss jetzt mal hier den Rucksack ausziehen.
Boah, Leute, es wird langsam wirklich. Ich würde nicht so sagen, boah, ich zack nach Hause. Das wäre so geil. Ne? Gleich halb drei. Boah. Ja, System. Steh mal kurz auf. Wieder auf Demo-Modus. Jetzt macht der Hörwin mir wieder das Bett fertig. Ja, geil. Brauchst du die ganze Länge oder reicht so? Ja, reicht so. Okay. Einfach so hinlegen. Füße hoch. Oh, Leute. Der Kopf. Ah. Boah. Komm, krieg ich noch ein Kissen. Und mein Rucksack, damit habe ich schon eine Cola drin. Ich dran, bitte. Lass den Rucksack zu, stopp. Ja, komm, wir haben Essen. Ah, ich krieg eine Dose Cola. Die wird auch kalt jetzt. Ist es geil. Die ersten zwei, die waren noch warm eben. So, was kriegst du? Salami, Käsebrötchen mit Wurst oder Käsebrötchen? Komm auf mehr heran, Nino. Käse und Salami oder war das? Hier ist noch einmal Salami. Dann gibt es hier noch einmal Käsebrötchen, also das Brötchen mit diesem Käse. Guck mal rein. Ja, geil, nehmen wir das. Guck mal hier. Käsebrötchen mit, was ist das? Putenwurst? Putenbrust? Geil. Oh, jetzt ist es wirklich, wo ich denke, ich bin einfach nur geisteskrank, ne? Das hätte ich schon vor 20 Kilometern schon sagen können. Ja. Vor allem gleich wieder reinzukommen mit den Schmerzen und Fersen. Das hat eben bestimmt von wo waren wir da? Neuwied? Wo wir da am Expert waren? Ja, Neuwied. Neuwied war das. Das hat man noch gesehen, wo ist die Füße hast du? Naja, ich habe immer mit dem Ball noch getreten. Und ich merke auch schon, ich kriege so leichte, ja, keine richtigen Halluzinationen, aber gerade. Du siehst auch müde aus gerade. Ja, aber gerade denke ich, irgendwer wird hinter dir lang gehen, da war das so ein Pöller nur, weißt du, da kriege ich schon so leichte Aussetzer. Ja, 129,4 Kilometer. Rekord, Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Stimmt. Zu deinem persönlichen Rekord. Mein persönlichen Rekord gebrochen. Ja. Ich auch. Ja, stimmt, Herr. Ah, nee, ja, du bist ja auch einige Kilometer gelaufen jetzt, ne? Ja. Ah. Boah. Oh ja, da krieg ich nochmal hier die 5 Tüte Paprikaringe gereicht. Ja. Liebe Leute, haben wir mittlerweile 2.52 Uhr. Wie lange haben wir jetzt hier gesessen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, hier ist auch noch die Cola. Hier muss ich auch noch den Garaus machen. Ich brauch Akku. Man merkt doch, mit zunehmender, verstreichender Zeit beginnt man vermehrt zu verrohen. Erdbeere. Ja. Richtig geil. Die verdient auch den Namen Erdbeere, weil da noch Erde vom Feld mit dran ist. Da ist ja was mit drin. Dankeschön. Da ist ja auch normalerweise Kopfkissen, ist ja gar keine Jacke. Da muss man mich schon die Jacke jetzt zumachen, Leute. Geil. Einfach geil. Kann nur besser werden. Es wird noch besser. Ja, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Meine Planung, punkto Klamotten, die war sowas von für den Arsch. Ja, Leute, also jetzt 2.55 Uhr. Ich denke, so um Punkt 3 gehen wir hier auch wieder weiter. Und dann auf die letzten 20 Kilometer. So, Leute, da haben wir mittlerweile Punkt 3 Uhr. Ich humpel hier jetzt schon mal gerade so vorweg, um mich so ein bisschen wieder warm zu laufen. Herbie und Nino räumen dann noch den Verpflegungsposten wieder zusammen. Leute, das ist so geil. Also ohne die beiden hätte ich das hier unmöglich geschafft. Und ich kriege auch vermehrt hier gerade Support noch über Instagram rein von Zuschauern, von Abonnenten etc. Leute, das ist so viel wert. Das macht das hier um so viele Klassen besser, als wenn man hier alleine so durchdrischt. Also tausend Dank an alle Beteiligten, die hier auch selbst um diese Uhrzeit noch wach sind und Durchhalte-Sachen wünschen und so. Also ich weiß das wirklich zu schätzen. Tausend Dank dafür. Ja, jetzt versuche ich hier wieder auf den letzten 20 Kilometern eben hier reinzukommen in den Trott. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch 4 Stunden etwa brauchen. Dann haben wir auch schon 7 Uhr und dann werden wir auch eine Bahn kriegen. Ja, jetzt latsche ich hier gerade über so einen Kreisverkehr in stockfinsterer Nacht. Leute, geil. Richtig geil. Ja, und Herbie und Nino werden mich dann eben gleich später, ach, wie heißt das, einholen, ne? Weiter geht's.
Oh, guck mal, von 22 bis 25 dann schon rüber zu Fuß. So, da sind wir mittlerweile in Linz, denke ich, angekommen. 4 Uhr, also hier hat die Uhr schon gebimmelt. GPS sagt aber 2 vor 4, also gehen die Uhren hier was schneller. Vielleicht liegt es auch wieder an verschiedenen Gravitationsfeldern hier oder so, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall 135 Kilometer glatt. Geschwindigkeit geht natürlich so ein bisschen runter gerade, aber ich bin schon wieder viel zügiger unterwegs als zu Beginn. Nino, komm neben mich. Na, wie läuft es bei dir? Ja, Basti, bei mir ist noch alles im Butter. Der Hintern tut zwar ein bisschen vom Rad weh, aber... Ja, ist ja. Für dich auch hier eine Nummer jetzt, hier schon fast 40 Kilometer Fahrrad, ne? Ja, aber ich bin ja schon 60 mit dem Rad gefahren. Ah, dann. Daher, dann. Nein, alles gut. Gut, Herbie hier ja, ist... Ja, alles gut, super. Ist eigentlich die Sonne scheint, die Vögel singen. Ist eigentlich der wahre Held hier mit dem Hänger und dann läuft er mal, dann schiebt er mal, weil ihm alles wehtut. Kann sich, ich weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Aber läuft. Aber weiter geht's. Weiter geht's. So, Kommando zurück. Wir sind noch nicht in Linz, wir sind in Leubsdorf und haben uns jetzt gerade hier spektakulär verlaufen, weil hier ist jetzt die Bundesstraße irgendwas und die ist für Fahrrad und Fußgänger gesperrt. Deswegen müssen wir jetzt ein ganzes Stück zurückgehen. Also jetzt gehen wir erstmal wieder hier den Tunnel durch. Und dann müssen wir, ja, das ist doch nicht so viel. Es sind vielleicht 200 Meter mehr, aber es ist ärgerlich, ne? Wenn man dann... Was? Nein, das ist nichts. Das ist nichts. Ja, wir müssen hier drunter durch. Dieser Weg. Leubsdorf, genau. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und dann gibt es ja auch, dieses Steak wird kein leichtes sein. Uhr 55, 140,4 Kilometer gelaufen. Laut der Beschilderung noch 11 Kilometer bis nach Bad Honnef. Und Leute, da ist dann definitiv für mich Feierabend. Dann haben wir sogar mehr als die 150 angepeilten Kilometer. Boah, und jetzt, das werden dann auch die schwersten Kilometer werden jetzt. Ne, so die weiteren 5 gehen und dann die letzten 5. Die werden sich noch mal so richtig ziehen wie Kaugummi. Ja, ich bin auch schon so ein bisschen, also ja völlig fertig einfach, ne? Und ich habe das Problem so mit der Übermüdung. Das hält sich jetzt auch noch alles in Grenzen. Das kommt aber später, wenn ich zu Hause bin. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch, wenn man so übernächtig, übermüdet ist. Ich kann dann erstens überhaupt nicht einschlafen. Ich werde dann später so ein bisschen ja, dösen, immer wieder hochschrecken und auch die Beine zucken. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo ich dann, wenn meine Freundin zum Beispiel zu mir spricht, die steht neben mir, dann denke ich, ihre Stimme kommt aus einem ganz anderen Zimmer. Also völlig, fast schon psychotische Zustände von diesem Schlafentzug. Ne? Ganz, ganz unangenehm ist das. Und ja, darüber hinaus wird es dann aber immer noch schwieriger einzuschlafen. Diese Effekte verstärken sich, das ist durch der Teufelskreis. Und ja, ich muss mich ja teilweise wirklich so in den Schlaf jammern. Hab dann da meinen kleinen Heizfifi, den Heizventilator da stehen. Den mache ich dann entweder nur auf Lüftung oder auf ganz kleinen 500 Watt. Stelle mich dann unter die Bettdecke und da kann ich dann so ein bisschen wegdösen. Aber das dauert noch, Leute. Das dauert noch bestimmt 3 Stunden, bis ich zu Hause bin. Dann liegt der Nino schon im Bett und schläft, ne? Ach komm, Basti, das schaffen wir schon. Ja, bis nach Borz ist es ja jetzt näher wie nach mir. Ah, Leute, aber alles in allem... Ich war gar nicht bis zu Hause. Ja, bei den 90 Grad sitzen, da habe ich versucht, kannst du knicken. Oh, Leute, aber alles in allem eine richtig geniale Tour. Und ja, ich würde sagen... Ich glaube, ich melde mich das letzte Mal nach 10 Kilometern in Bad Honnef
am Bahnhof, weil auch das Filmen wird langsam so ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich schon ein paar Mal in Ninos Kamera gesprochen, da wusste ich schon nicht mehr, später habe ich jetzt in meine Kamera gesprochen oder in Ninos. Also, ne, da geht dann so die Konzentration auf Flöten langsam. Genau, ihr wisst Bescheid, Madet Jod, bis später. So, liebe Leute, herzlich willkommen in Bad Honnef. Hier, die Sonne geht auch schon auf, kann man das sehen. Boah, geil, dieser blaue Himmel da. Ja, wundert euch nicht, ich musste jetzt hier, wenn ihr euch den Track anschaut, so noch einige Schleifen laufen, denn wir sind da und der Bahnhof war früher da, als die Schilder gesagt hatten, 150,08 Kilometer in, wow, 6.26 Uhr, 23 Stunden, 20 Minuten. 23 Stunden, 20 Minuten. Alter, okay. Respekt dafür. Ah, ja, habe ich mir auch gerade gedacht. 23 Stunden und 20 Minuten. Und 40. 20 fehlen noch bis Ding. 23 Stunden, 40. Ja, dann kriegen wir die Bahn jetzt zurück. Digga, was für eine Nummer. Herbie fett. Auch, Riesenlob eh, ne? Ja, erstmal an dich, Alter. Mit dem, wir reden, wenn wir wieder laufen können. Mit dem Wagen hier, gucken wir uns gerade nochmal an. Im Hellen jetzt. Leute, ich bin auch so. Jetzt, ne? Ja, jetzt ziehen wir hier Tickets und dann geht's hier auf jeden Fall nach Hause. Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen Stress hier, weil die Bahn gleich kommt, habe ich jetzt so mitbekommen. Ja, ja. Deswegen. In 5 Minuten kommt die Bahn. Leute, hier ist keine Zeit, um irgendwie auszuruhen. Ich glaube, den Nino machen wir jetzt gerade noch. Kann er jetzt in der Bahn machen? Eine Abmoderation, kriege ich schon Gleichgewichtsstörungen. Leute, alles weitere geht. 150 geknackt, ja, Mann. Alles und dann in unter 24. Ja. Junge, so geil. Alles weitere gibt es dann noch im Nachwort-Video. Liebe Leute, ich bin an dieser Stelle raus. Madet Jod. Und tschüss. Liebe Leute, mit der Bahn, das hat nicht geklappt. Das wäre zu schnell gewesen. Der Herbie wollte schon mit dem Fahrrad und dem Hänger die Treppe runter, alleine. Nino hält ihn fest. Ja, kriegen wir noch. Ja gut, hat nicht sein sollen. Aber jetzt packt der Herbie hier gerade noch ein Highlight aus. Guckt das sogar, weil ich gar nicht wusste, was, ne? Ich nehme rote Multifrucht. Oh nein, bitte nicht. Nee, Quatsch. Nimm, du hast frei Auswahl. Rote Multifrucht, Buttermilch. Jetzt ist der Marsch gelaufen. Jetzt gibt es die Belohnung für uns drei. Das hier. Pfirsich. Was möchtest du haben? Mango? Mir ist egal. Pfirsich. Ich mag alle drei nicht. Nee, also. Nur festhalten, genau. Also, okay. Boah. So, Prösterchen hier. Männer, auf einen gelungenen Marsch. Sebastian. Prösterchen. Nächstes Mal bist du dran. Prost. Männers. Ist Kamera aus, Basti. Ja. So, jetzt sind wir aber raus endgültig. Madet Jod. Schönes Wochenende. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Ganz genau. Liebe Leute, ich will gar nicht lange losrennen. Ich dachte mal, wir machen nochmal so. Ach so. Boah. Ich will ja mal rausschneiden.